Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Mass Effect 3. Wir spielen ja mit der Masse und nicht mit Mars, obwohl wir ja auf Mars sind. Also passt ja eigentlich Mars Effect sozusagen. Sorry, der war schlecht, aber musste sein. Wir haben den Auftrag bekommen. Was ist eigentlich unser Auftrag? Wir haben gerade gar keinen Auftrag. Wir sollen uns der Marsanlage nähern. Aber bevor wir uns darum kümmern, müssen wir ja noch ein paar Upgrade-Points vergeben. Wir haben noch 13 Punkte zur Verfügung. Und, naja, ich meine, wenn man die hat, dann kann man ja mal gucken, ob man die nicht irgendwie sinnvoll verwenden kann. Zum Beispiel ein bisschen mehr Muskeln, damit wir im Nahkampf besser drauf sind. Und auch mehr Gesundheit und mehr Schilder haben. Finde ich, klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, hier sehen wir jetzt mal das neue System wirklich kompletti tutotti. Die ersten drei Ränge scheinen wohl ganz und gar normal zu sein. Und ab Rang 4 kann man dann auswählen zwischen zwei Wegen jeweils und das pro Rang. Der unterschiedliche Verbesserungen für sich selbst und für die Gruppe bringt. Deswegen hauen wir uns schon mal die ersten zwei Upgrades rein, ersten drei Upgrades rein. Und, Haftgranate. Heften Sie Ihrem Gegner diese Granate an. Die Explosion zerreißt das Ziel und Schrapnelle fügen Feinden im Wirkungsbereich Schaden zu. Nee. Nee. Ich bin ja so ein kleiner Pyromane. Entweder erhöhen wir den Schaden 8 Sekunden lang um zusätzlich 40% oder das Aufladetempo vom das Aufladetempo von Verbrennungen um 25%. Da würde ich sogar glatt sagen, wir nehmen mal das Aufladetempo. Und dann wird auch der andere Rang grau dargestellt. Und hier brauchen wir 6 Punkte für. Wow. Also Verbrennung werden wir auf jeden Fall relativ zügig hochskillen. Und für alles andere, was ich skillen möchte, bräuchten wir 3 Punkte. Aber was haben denn die anderen so zur Verfügung? Ich meine, Ashley. Die kenne ich so gar nicht. Ne? Sie kommt aus Mass Effect 1. Das ist schon Jahre bei mir her. Und ich denke, bei ihr wird sich auch einiges getan haben. Deswegen werden wir da auch erstmal reingucken. Sie hat die Inferno-Granate. Zünden Sie mit Brandmunition in einen kleinen Bereich eine Clusterbombe. Sie hat die Destructor-Munition, die wir ja eigentlich relativ gut kennen. Nämlich um Schilde zu beseitigen. Den Betäubungsschuss, ergibt sich vom Namen her. Schütze verbessert kurzzeitig Waffenpräzision und Feuergeschwindigkeit. So ist das also. Und wir haben den erhöhten Waffenschaden, Gesundheit und Schilde. Ich denke, dich machen wir auf jeden Fall zu unserer Minimum Rang 3 Scharfschützin erstmal. Und da ich nicht möchte, dass ihr früh sterbt, kriegst du da auch schon mal Pünktchen rein. Und so wie ich das eben gerade sehe, können wir für jedes Mitglied einzeln auswählen, wie viele Punkte wir vergeben. Das ist doch genial. Das ist doch wunderschön. Dann kriegst du auch noch 3 Punkte mal auf den Betäubungsschuss. Und beim Schützen gucken wir mal, was du hast. Präzisionsbonus erhöhen oder die Feuergeschwindigkeitsbonus. Da du vom Grund her beides auf 30% hast, werden wir du erhöhst beides. Okay. Und du erhöhst das Aufladetempo. Da kriegst du den Präzisionsbonus rein, weil je besser du zielst, desto besser ist das natürlich auch für uns und für die Gruppe. Und Waffenschaden erhöhen oder Gesundheitsschildbonus um 30%. Ja, Waffenschaden. Mehr Schaden ist mehr Schaden. Fast 75% mehr Schaden, das ist doch annehmbar, denke ich mal. Und wir haben noch den James, ein bisher vollkommen unbekannter Charakter, den wir zumindest aus den ersten beiden Teilen nicht kennen, den wir aber schon davor bewahrt haben, uns zu verlassen. Ich weiß, es dauert jetzt alles ein bisschen länger, aber was soll man machen? Ne? Verstärkung, verstärkt Panzerung durch Schütze, Fokalstürme. Ableiten der Ströme in ihre Handschuhe erhöht Nahkampfschaden, verlangsamt Kraftbenutzung. Die Splittergranate, die splittert, die Brandmunition, die brennt. Das Blutbad, reißen Sie ein Ziel mit diesem mächtigen Angriff in Stücke. Große Kollateralschäden bei Feinden in der Nähe, effektiv gegen Panzerung. Und den Waffenmeister. Gehen wir auch wieder logisch vor. Erstmal 3 Punkte in den Waffenmeister.
Ich bin so ein kleiner Brandner, deswegen nehmen wir die Brandmunition noch für ihn mit. Und du kriegst auf jeden Fall nochmal ein bisschen bessere Panzerung mit rein. Dann haben wir ja immer noch 12 Punkte zur Verfügung. Das heißt, beim Waffenmeister gucken wir mal Gesundheits- und Schildbonus oder den Waffenschadensbonus. Wie sind da Werte 60, 30? Na komm, kriegst den Waffenschadensbonus nur mit reingeklatscht. Und bei der Brandmunition. Macht die Effekte ihrer Munitionskraft mit 50% effektiv ihren Gruppenmitgliedern zugänglich. Das ist natürlich praktisch. Erhöht Gesundheits- und Panzerungsschadensbonus um 6%. Ne, dann nehmen wir dich mit. Weil wir selber schießen eh mit Brandmunition rum. Oder mit Kryomunition, je nachdem wie ich lustig bin. Von daher denke ich mal, ist das soweit. I.O. bestätigen und jetzt können wir dann doch konzentriert. 5 von 6, okay. Bin ja mal gespannt, was das bringt. Richtig loslegen, würde ich sagen, oder? Ja, wird Zeit. Verdammt, das ist ein heftiger Sturm. Aus der Nähe wirkt er viel größer. Ach du Scheiße. Ach was, Lieutenant. So schlimm ist es nicht. Er kann uns aber trotzdem umbringen. Der Krieg auf der Erde macht mir mehr Sorgen. Oder der Umstand, dass niemand Meldung macht. Okay. Guckt euch diesen Sturm an. Ich meine, man sieht richtig, wir sind auf dem gottverdammt verlassenen Mars. Ich meine, da steht's ja auch. Mars. Nicht zu überlesen. Jawohl. Achso, mit C gebe ich. Mit C gebe ich euch zu Befehle. Verstanden. Die ihr aber eben gerade anscheinend nicht ausführen wollt. Oder 10-mal länger gedrückt habt. Ich habe mich noch nicht in die Steuerung reingeguckt oder reingesehen. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie wir den kleinen beiden Süßen hier hinten Befehle geben können. Aber jetzt wird es so langsam Zeit, dass wir hier dann doch mal die Marsstation untersuchen. Denn das sieht doch etwas leer aus hier, wie ich finde. Beziehungsweise wir haben Leichen. Wir haben jede Menge Leichen und wir haben ein verdammt tiefes Loch. Was zum Teufel haben wir hier getrieben? Was denn? Sergeant Reeves. Er hat wohl keinen Widerstand geleistet. Hier stimmt etwas nicht. Halten Sie sich bedeckt, bis wir wissen, was vor sich geht. So sieht's aus. Gucken wir mal rein. Ja, das ist schon ein nettes Löchlein. Und wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit auch zu springen. Und ich weiß es nicht, warum. Da wird geschossen. Aber da können wir nicht runter. Schade, es wäre jetzt richtig cool gewesen, wenn wir hopp hopp und auf dieser Plattform noch irgendwas Cooles gefunden hätten. Und den Weg zurück hätte ich dann wahrscheinlich nie mehr gefunden. Ja, guten Tag. Heilige Scheiße. Sie richten sie hin. Haben die einen an der Waffel? Ich glaube, es sagt. Taktisches Vorgehen. Jetzt wissen sie, dass wir hier sind. Einfach mitten rein, schon mal ein bisschen was draufkloppen da. So, Cerberus-Schützen haben wir. Cerberus. Wir haben es mit Cerberus zu tun. Und dementsprechend lustig kann das Ganze auch werden. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht so offen rumlaufen eigentlich, aber ich habe ja auch nicht geahnt, dass da nochmal welche um die Ecke kommen. Wer konnte damit auch rechnen? Also die KI. Ja. So hat's ausgesehen. Habe ich jetzt gerade einen ganzen Typen eingesammelt? Auf dem Mars. Gute Frage. Sie wissen es nicht? Ich gehöre nicht mehr zu Ihnen, Ash, falls Sie das meinten. Meinte ich nicht. Aber Sie müssen zugeben, das passt alles ein wenig zu gut. Ja, da hast du wohl gerade so ein bisschen recht. Cerberus greift den Mars an, gleichzeitig wird die Erde angegriffen. Ich denke mal, vermutlich hat Cerberus auch was damit zu tun, dass Reaper einfach so an der Terra-Station vorbeigekommen sind, also am Mond. Und dass die KI eben gerade so intelligent ist und uns versucht, hier auch noch Fallen zu stellen, finde ich mal genial. So, wir gehen aber die ganze Zeit hier mit Trick 17 vor. Sieht so aus, als wären sie gewaltsam eingedrungen. Ja, eher weniger. Da sind nur ein paar Fahrzeuge. Dann hatten sie wohl Hilfe.
Ein Insider. Wahrscheinlich. Ich muss sagen, ich bräuchte viel mehr Männer und Feuerkraft, um die Anlage anders einzunehmen. Höchstwahrscheinlich. Ich muss sagen, es ist auch ein wenig gewöhnungsbedürftig, dass sie jetzt so nah dran sind. Wir waren ja früher ein bisschen weiter weg. Sie sollen sich verziehen, nachdem sie die Kollektorenbasis verstrahlt hatten, hinter der sie her waren? Mehr oder weniger. Eines steht jedenfalls fest. Sie sind keine Freunde der Allianz. In der Tat. Offensichtlicherweise. Mir stellt sich einfach nur die Frage, darf ich auch hacken? Weil das war in Mass Effect 2 jedes Mal ein Highlight für mich persönlich. Ich brauche eine klare Antwort, Shepard. Worauf? Warum ist Cerberus hier und was haben Sie mit denen zu tun? Wieso sollte ich wissen, was die vorhaben? Sie haben für sie gearbeitet. Soll ich glauben, dass sie es jetzt nicht mehr tun? Es war ein vorübergehendes Bündnis oder sie haben für mich gearbeitet? Es war ein Bündnis. Wir haben uns zusammengetan, um die Kollektoren zu vernichten. Das ist alles. Sie haben sie von Grund auf neu zusammengesetzt. Sie haben ihnen ein Schiff gegeben, Ressourcen. Hören Sie zu, ich hatte seit der Deaktivierung der Kollektorenbasis keinen Kontakt mehr mit Cerberus. Und ich weiß nicht, warum Sie jetzt hier sind oder was Sie wollen. Seit er wieder auf der Erde ist, wurde Commander Shepard ständig beobachtet. Es kann also keine Kommunikation gegeben haben. Tut mir leid, Shepard. Es ist nur... Ich sollte mich nicht derart erklären müssen, Ash. Das war eine Luftschleuse, wo wir drin waren. Naja, gut, stimmt. Warum sollten wir auch mit dem Helm unbedingt, also mit voller Ausrüstungsmontur da reingehen? Vertrauen Sie mir. Das tue ich ja. Es ist nur... Ganz ruhig, Lieutenant. Sie gehört zu uns. Shepard, der Göttin sei Dank, Sie leben. Liara? Nee. Ich war besorgt, als die Berichte kamen. War der Angriff schwer? Ja, es war schwer wegzugehen. Ashley, tut mir leid. Aber warum sind Sie hier? Befehl von Hackett. Er sagte, Sie wüssten, was vor sich geht. Ja? Halleluja. Endlich antworten. Vielleicht. Ich habe Pläne für ein Gerät der Proteaner gefunden. Damit könnte man die Reaper vernichten. Hier, auf dem Mars? Ja, in den Proteaner-Archiven. Wir wissen schon seit Jahrzehnten von dem Archiv. Warum jetzt? Eliminierungsprozess. Gemischt mit einer Portion Verzweiflung. Als ich von dem Alpha-Portal-Vorfall erfuhr, wusste ich, dass ich was tun musste. Hackett wusste es auch. Ich habe ihn kontaktiert und wir haben unsere Ressourcen gebündelt, um gegen die Reaper vorzugehen. Meine Suche führte mich her. Hackett hat mir Zugang zum Archiv verschafft und mich über ihren Status auf dem Laufenden gehalten. Ich wollte sie besuchen, aber... Das ist doch nicht... Ich hab die echt nicht wiedererkannt. Warum erkennt man die alten Leute nicht so gut wieder? Das ist schon hart. Ja, hast das Richtige getan. Ich meine, wir waren ja auch viel unterwegs, oder? Ich stand unter Hausarrest. Ich hätte ihnen sowieso nicht viel helfen können. Sie haben vermutlich recht. Jedenfalls hat sich meine Arbeit gelohnt. Das Archiv ist voller Daten. Eine überwältigende Menge. Ich habe wohl gefunden, was wir brauchen. Kein Wunder, dass Cerberus hinterher ist. Klingt, als wäre diese Waffe unsere beste Chance, die Reaper zur Hölle zu schicken. Es ist keine Waffe. Noch nicht. Es sind Baupläne für ein Gerät. Das ist mehr, als wir vor einer Minute hatten. Wie kommen wir daran? Das Archiv ist auf der anderen Seite der Bahn da. Falls Cerberus es nicht abgeriegelt hat. Hinter was sind die her? Die scheinen sie unbedingt fangen zu wollen.
Sie wollen, was ich auch will. Was wir alle wollen. Aber warum? Die Proteaner standen kurz davor, die Reaper zu besiegen. Sie hatten Pläne für ihre Zerstörung, aber zu wenig Zeit dafür. Und alles, was mächtig genug ist, um die Reaper zu vernichten. Ist etwas, an dem Cerberus automatisch Interesse hat. Es ist also ein Rennen zum... Wir haben Gesellschaft. Immer her damit. Diesmal nicht, James. Was? Gehen Sie zurück zum Shuttle. Wenn Cerberus vor uns im Archiv ist, müssen Sie die Ausgänge überwachen. Aber... Sofort, Lieutenant. Sie kommen näher. Wir sollten in Deckung gehen. Sie haben uns gefunden. Tja, und bevor wir jetzt wirklich in den Kampf reingehen, heißt es natürlich erstmal um Lyra kümmern. Es tut mir leid, aber sie hat Kräfte. Gute Kräfte, die wir uns zunutze machen werden. Sie hat die Singularität, die wir ja auch schon in dem Video gesehen haben. Eine Sphäre aus dunkler Energie, die Feinde, die in ihrem Wirkungsbereich kommen, einfängt und hilflos macht. Die Stase, diesem mächtigen Masseneffektfeld, verhindert einen Feind am Weitergehen, keinen Effekt bei gepanzerten Zielen. Wenn Feinde beträchtlichen Schaden erleiden, bricht die Stase zusammen. Die sogenannte Warp-Munition, sie treffen sie bereits durch Biotik angehobene Ziele, um einen Schadensbonus zu erhalten und schwächen sie die Panzerung von Zielen am Boden. Erhöht den Waffenschaden, erhöhter Schaden gegen Barriere und Panzerung. Den sogenannten Warp. Zerreißen Sie Ihre Feinde auf molekularer Ebene, blockieren Sie Gesundheitsgeneration des Ziels, schwächt Panzerung. Und die pure Biotik. Verbessert biotische und defensive Fähigkeiten. Ich muss sagen, gut gelöst, dass wir maximal nur drei sein können, also im Team, sprich zwei Mitglieder mit dabei haben können. So haben wir jetzt James mal kurz nach Hause geschickt. Er soll mal aufpassen, uns den Rücken frei halten sozusagen und wir müssen jetzt die Punkte vergeben. Und ganz klar, wir brauchen die Singularität, weil was Geileres gibt es ja nicht für einen Sniper. Der steht dann einfach da, ja, ihr fliegt rum, zum Pump weg. Erhöht Dauer der Singularität um 30%. Zusätzliche Feinde können angehoben werden, bevor die Singularität nachlässt. Oder größerer Wirkungsradius. Ein Feind mehr ist eigentlich praktischer, finde ich persönlich. Und wir nehmen das schnellere Aufladen mit, weil mehr Singularitäten sind ja mal richtig genial. Und damit sie auch überlebt, kriegt sie natürlich ein paar defensive Fähigkeiten reingeknallt. Ja komm, du sollst überleben, deswegen kriegst du auch dementsprechend die Fähigkeiten. Und die Stase bekommst du auch noch. Zumindest mit einem Punkt schon mal belegt. Und dann nehmen wir auch direkt an und dann heißt es jetzt rein in den Kampf und Spaß haben. Zack. Damit habt ihr nicht gerechnet, wa? So, danke, dass du dich dann nochmal da rein. Das hätte wehgetan, hätte es getroffen. Was habt ihr beide denn jetzt auf dem Kopf da? War das jetzt erhöhter Schaden? Ich kann Singularität einsetzen, um sie rauszuziehen. Ja, macht das. Dankeschön. Das hat gescheppert. Gut, suchen wir einen Weg nach oben. Auf Q und E können wir, Wird gemacht. Auf Q und E können wir euch auch wieder zuweisen. Also es ist wie in Mass Effect 2 und dementsprechend, wenn wir einen Gegner angewählt haben, dann, können wir auch sagen, so, jetzt wird es aber so langsam Zeit, setz deine Fähigkeit ein. Automatisch geht das Ganze natürlich auch, aber ich mache das lieber ein bisschen, manuell. Weil, ich denke mal, das bringt uns schon einen Vorteil. Fahrzeugliftsteuerung. Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Weiß nicht. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Okay. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Das ist natürlich intelligent gelöst, wie man hier hochkommen soll. Ja, das, finde ich gut. Finde ich gut, ja. Nur wo sind jetzt meine... Verstanden. Ihr dürft auch mitkommen. Ist kein Ding. Habe ich kein Problem mit. Solange gucke ich mich noch um, während ihr noch unterwegs seid. Ja, da können wir offensichtlicherweise nicht lang. Wait.
Beide sollte er ja kommen. So. Rasch töten. Wenn ich hier mal ein bisschen besseres Feld, bessere Zielmöglichkeit gehabt hätte, dann wäre der schon dreimal tot. So, weg mit dir. Einmal da und einmal da. So, kriegst du das noch ins Gesicht. Und das fällt auch noch drauf. Und wie er einfach nur schön lange rumgeflogen ist. Herrlich. Herrlich. So macht das Arbeiten doch Spaß, oder nicht? Also mir schon. Ihm zwar jetzt im gerade weniger, höchstwahrscheinlich, aber das interessiert mich ja herzlich wenig, wenn ich ehrlich bin. Alle klar, alle klar, alle klar. Und der Sturm kommt auch immer näher und ich glaube, auf die Fenster sollten wir vielleicht eventuell nicht unbedingt schießen. Und wir haben unsere erste Technologie bekommen. Munition ist soweit voll. Oh, die M4 Shuriken. Zeig mal her, wie funktioniert denn das jetzt hier mit der Bewaffnung? Wir haben zwei Plätze. Wie genial ist das denn? Wie viele Waffen können wir denn jetzt hier mitnehmen? Schwere Pistole, Maschinenpistole, eine Schrotflinte, Präzisionsgewehre, Sturmgewehre. Also wir haben ja echt sau viel Platz. Und das gilt natürlich nicht nur für uns, sondern wir können also die Sachen auch weitergeben. Schade, du hast auch nur die Mantis dabei, sonst hätte ich die jetzt weggenommen und hätte sie mir zugeschoben, aber nö. Achso, und je mehr wir mit uns rumtragen, desto langsamer werden wir natürlich. Dann nehmen wir mal die schwere Pistole weg und die Maschinenpistole legen wir jetzt auch erstmal vorerst ab. Ihr beide habt soweit alles, was ihr braucht. Ja. Ich meine, jetzt vom Tempo her sieht das schon ein bisschen schöner aus mit dem Aufladetempo. Und je schneller die verfügbar sind, desto vorteilhafter ist das natürlich nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Gruppe. Denke ich mal. Kann das sein, dass Lyra irgendwo hier hinten ist? Ja. Lyra hat's erledigt. Herzlichen. Wo hat sie denn hingerafft? Hallo? Warum stehst du nur hier hinten rum, du Nase? Du sollst doch mitkommen. Wir wollen doch spielen. Geh mal da hin. Und jetzt komm mal her hin. Mach ich. Und hopp. Waschen. Geh nochmal da hin. Schon dabei. Und jetzt komm hier rüber. Dann bleib da. Wir gehen weiter, lösen die nächste Sequenz aus, dann sollte es auch wieder bei uns sein. Ne? So kleine Fehlerchen gibt es immer noch so ein bisschen. Anscheinend. Also langsam gewöhne ich mich auch an die Rennsteuerung. Aber ich habe immer noch nichts gehackt. Oh, ein Datenpad. Von Cameron Harrison an Exogeni Corporation. Miss Mika, danke für Ihr freundliches Angebot an neuer und topmoderner Technologie. Wie bei allen bisherigen Angeboten Ihrerseits müssen wir auch diesmal ablehnen. Unsere Rechtsabteilung ist Ihre Vorschläge erneut durchgegangen und hat erneut festgestellt, dass sie nicht ausreichend sind. Kurzum, wir sind nicht interessiert. Verschonen Sie uns bitte künftig mit Ihren großzügigen Angeboten. Hochachtungsvoll C. Harrison. Und der Datenpad, also das Datenpad-Ding, das sieht ja doch schon mal eine Nummer schöner aus, muss ich sagen. So, aber wir sollen die Sicherheitskonsole benutzen. Und wir haben wieder ein Level up. Suchen Sie Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Och, Menno. Lasst mich doch auch hacken.
Wir sind jetzt Stufe 28 mittlerweile. Ich werde jetzt aber noch keine Skillpunkte weiter vergeben. Weil man weiß ja nie, wann man sie nochmal gebrauchen kann. Wow! Offensichtlich. Jetzt sehe ich wohl auch. Aber danke der Nachfrage. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Scheiße. Dann wollen wir genau dahin. Da müssen wir aber Gas geben, um dahin zu kommen. Ach, das ist ein Abdeckplan. Boah, an was für Details die gedacht haben. Ich meine, es sind Abdeckplanen und es ist ein Sturm. Was machen Abdeckplanen bei Sturm? Genau, es macht Bewegungen und das sieht aus wie Wasser und... Oh. Hören Sie mich? Ja. Schlecht, der Sturm verursacht Störungen. Mittendrin stand nur dabei. Ich hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Ist doch gut für uns. Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Oh, du hast aber einen sexy Helm auf. Viel schöner als unserer. Interessanterweise kannst du den Außendruck aushalten. Wir nicht. Oh. 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 Oh! Es gibt also... Hat die Luft aus diesem Raum abgesaugt, als sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal. Sogar für Cerberus-Verhältnisse. Ja, schon. Wir haben denen eigentlich ein paar andere Sachen beigebracht. Offensichtlicherweise sind wir auch mal im Dunkeln unterwegs. Wie genial ist das denn? Von Simon Watanabe an Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden! Ich lasse mir mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren, die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wahrheit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Wir haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Simon... Ich glaube, diese Dr. Eva, die, das ist ein ganz schönes Früchtchen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe kein gutes Gefühl bei ihr. Oha. Oha. Ach, das Glas! Na dann, wenn das so ist, schießen wir den doch nochmal auf die Füße, hä? So, wer möchte denn noch ein bisschen Spaß haben? Du möchtest doch Spaß haben, oder? Lad doch nach. Oh, ich glaube, das war nichts. Da war so eine Scheibe im Weg. Ah, die Kämpfe laufen eben gerade sehr, sehr ruhig ab, muss ich sagen. Au. Na komm, steh auf. Selbst schuld. Wie kommst du auch auf die Idee, nochmal aufzustehen? Dieses Düstere macht das Ganze gleich doch viel... Also vom Flair her ist das ein Unterschied von Tag zu Nacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich, wenn wir in dem hellen Bereich wieder sind, dann machen wir auch die Taschenlampe aus, so wie sich das gehört. Man muss ja Strom sparen, wo man nur kann. Was haben wir hier? Wir haben eine medizinische Station. Das heißt, wir nehmen uns noch ein paar Medipacks mit. Und die Umweltsteuerung. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Vielleicht sollten wir vorher die Luftschlösser verschließen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Das war klar. Jetzt wissen wir, wie Cerberus sein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Ach, du bist nicht schuld. Das war einfach nur offensichtlich, also für uns jetzt als Außenstehende. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht ihre Schuld.
Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Offensichtlich. Ich habe doch viel, wofür ich lebe. Um zu sterben. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden sie aufhalten, Liara. Gemeinsam. Danke. Ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut. Los geht's. Auf und davon. In den Kerntransportbereich. Mach ich. Dieses... Nee. Hier können wir Modifikationen noch an unsere Waffen anbringen. Aber wir haben derzeit keine, also ist das a little bit of useless. Oha. Oh, Blut haben sie diesmal auch eingearbeitet. MP, ultraleichte Materialien. Vielleicht haben wir dann jetzt doch was für die Waffenstation. Oder auch nicht. Nee, anscheinend nicht. Muss ich mich nochmal näher mit befassen, falls ich das jetzt hier eben gerade missverstanden habe. Aber wir haben nur ein Datenpad von Amelia Hatterson an Mike O'Sullivan. Hey Dummkopf, ich frage dich gar nicht, wie es dir geht, weil die Jungs da unten im Lager ja wohl inzwischen alle einschnupfen habt. Ich weiß, dass eure proteanischen Dinger faszinierend sind und so, aber ihr müsst trotzdem mal auf Nachtschichten verzichten und euch eine ordentliche Mütze Schlaf gönnen. Echt jetzt. Jedenfalls habe ich eure letzten Funde ans Hauptquartier auf der Erde weitergeleitet und wir haben einen Druckverlust! Warne sicher! Und mehr konnte sie leider Gottes auch nicht sagen. Oh, hi. Ja, ihr habt schon gemerkt, ich bin jetzt mit einem Sturmgewehr unterwegs. Ich meine, der Sniper ist ja ganz nett, aber in so engen Gängen sollte man vielleicht doch sinnvoll vorgehen. Außer... man hat dann da jemanden so netten, wo man einfach durch den Briefschlitz durchschießen kann. So heißt nämlich ein Erfolg, den man hier machen kann. Auch wenn die so langsam unterwegs sind, dann ist das ja easy. Aber schwere Schilde sorgen halt eben dafür, dass man ein bisschen langsamer ist, ne? Von Feizer Aikal Tkille an Sandoval Fletcher. Ja, ich weiß, zwei externe Spezialisten in derselben Woche ist ziemlich verrückt. Aber Hudson und ich haben von Lisa Asari schon gehört. Sie ist sehr bekannt und hat großartige Forschungsergebnisse über die Proteaner veröffentlicht. Über diese Dr. Eva weiß ich nichts. Aber Liara Tissoni? Die ist echt. Ich lege einige ihrer Arbeiten über proteanische Kultur bei. Lesen Sie sie. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mir beipflichten. Ja. Ich kann es kaum erwarten, bis sie offiziell vorgestellt wird. Wirklich sehr aufregend. Feizer. Und da haben wir sie. Irgendwo. Wo bist du? Wo ist sie? Da bist du! Da ist sie! Die Heldin des Tages. Mehr oder weniger. Moment. Wir wurden mir gerade was angezeigt. Was zum Teufel wurde mir hier gerade angezeigt? Da war doch was. Anscheinend scheint es auch wieder weg zu sein. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man das Ganze handeln kann. Okay, ich höre da schon wieder was. Ja, ich sehe da auch schon wieder was. So, sind wir einfach mal so dreist. Und stellen uns einfach hier. Ah! Blöden Abklingzeiten. Oh, mein Schild ist weg. Wärst du so freundlich? Danke. Das müsste gezwiebelt haben. Da war Feuer hinter. Bleibst du an der Wand oder willst du nicht? Verstanden.
benutze mal genau das. Super, super, super. Ah, das läuft doch eben gerade, das läuft doch. Ich meine, ruhiger und schöner kann man noch keine Kämpfe gestalten, oder? Aber ich glaube, wir haben auch ein bisschen wirklich den Vorteil vom Level her. Okay. Ich glaube, da wird es mal wieder Zeit für eine Runde Briefschlitze. Nicht getroffen. Schade. Eine dahin. Die andere dahin, bitte. Wir müssen uns hier so langsam vorarbeiten. Das könnte anscheinend noch etwas länger dauern. Oh, was war denn da jetzt gerade im Weg? Tach, ich weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber sich so hier anschleichen, finde ich ein bisschen uncool, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm raus. Komm raus, wo immer du bist. Oh, scheiße. Lad nach, lad nach. So, noch ein Briefschlitz. Geschlossen. Und dass sie ihre Fähigkeiten alleine benutzen, ist göttlich. Weil das vereinfacht die Arbeit doch ziemlich ungemein. Ab und an mal. Munition ist voll, dafür ist die von meinem Sturmgewehr fast leer. So, anstatt der normalen Munition machen wir jetzt hier mal Kryo-Munition drauf. Wo will er denn jetzt hin? Ha? Ey! Wie einfach absperrt. Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Oh, oh. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Stell mal die Sterilisation ab. Ah, ne. Jetzt muss ich hier auch noch entscheiden, wie ich die abstelle. Wahrscheinlich, um den Raum auch aufzubekommen. Oder? Gucken wir mal. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus, hm? Ja, sag ich doch. Denn hier haben wir unter einem anderen einen Schrotflinte Großkaliberlauf. Hier haben sie die verschiedenen ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Ha. Problem ist aber eben gerade, wie kommen wir da durch? Persönliche Notizen. Esparza Linguist. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts, von der Sprache entziffern, aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie schienen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Daten und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollten. Ja, wir sind ja gerne mal Objekt der Begierde für irgendwelche Forschungssachen. Komm mal bitte beide hier raus. Verstanden. Ich wusste es, dass die Tür wieder zugegangen ist. Ich hab's ja geahnt. So, könnte das vielleicht schon... Ich glaube nicht, dass ich da... Nee, ich kann da nicht durchrennen. Das ist einfach eine Wand. Das heißt, sie muss noch näher beieinander sein. Oder wir nehmen es einfach so hin. Das ist doch auch super. Weil jetzt können wir auch in die richtige Richtung des Raums. Präzisionsgewehr Laufverlängerung. Sexy, sexy. Und Liara ist wieder nicht mitgekommen. Die stehen beide noch da hinten. Verstanden. Kommt mal her hier. Nee, Liara ist tot. Nee, doch nicht. Oder? Nein, der geht's gut. Ach, ihr seid beide wirsch. Kommt einfach mit. Irgendwann, wenn ihr Lust habt. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Natürlich auf der anderen Seite, war klar. Wie sollte es auch anders sein? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wer läuft verkehrt? Genau, meine Wenigkeit. Rumspringen, Feuer, keiner da. Aber es sah sexy aus. Das soll uns erstmal jemand nachmachen, hm?
Was haben wir denn da? Eine Waffe freigeschaltet, die M23 Katana. Zeig mal her hier. Das gute Dingen. Das ist eine Schrotflinte, okay. Wer von euch will denn eine Schrotflinte haben? Du kannst keine und du ebenfalls nicht. Und ich selber möchte eben gerade keine Schrotflinte haben. Also, lassen wir es mit der Schrotflinte und gehen stattdessen lieber in die Sicherheits... Station. Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Naja, wunderbar. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Ah, wie genial. Es darf sie nicht erfassen. Ja, ja, das sagst du so einfach. Weh und dann lädt das halt, um aus der Deckung zu sprinten. Halten Sie Ihren Kopf unten. Ah, easy, easy. Du kriegst mich eh nicht erwischt hier. Oh, das war aber knapp. Wenn mich fast gleich Querschläger erwischt. Wir gehen mal rechts rum. Nein, 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 nein. Gehst du wohl in Deckung? Oha, das war knapp. Halten Sie A fest und drücken Sie Leertaste, um zur nächsten Deckung zu hechten. Oh, 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 ah! Das war nicht A. Das war eine andere Taste. Schnell zur nächsten Deckung. Sehr schön. Hier müssen wir nämlich rum. Ich dachte, man könnte in beide Richtungen rum, aber... Ah! Geh doch in Deckung! Danke. Oha, um Ecken rumgehen ist doch etwas schwieriger. Ja, das heißt nicht, dass es jetzt viel, viel schöner für uns wird. Weil ihr habt dann gerade schon wieder was gehört. Und hier unten scheint nichts zu sein. Ja, ich bin so ein kleiner Fanatiker. Ich durchsuche gerne Gegenden. Weil man kann ja vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100.000 Geheimnisse finden. So. Granate. Uncool. Sehr uncool, muss ich sagen. So, du verbrennst noch eine Runde. So, und damit war es nur noch einer. Und mit dem Loch da eben gerade kann er eh nichts anstellen. Ha! Easy! That was easy. Aber ich muss schon sagen, Präzisionskonzentrationsmodul. Haha! Das freut mich. Weil das ist ein geiles Teil. Forschungsnotizen, P. Vasquez. Der letzte Fundort scheint nun leer zu sein. Aber ausgehend vom Plan des Kommunikationssystems und der Backup-Energieversorgung der ersten von uns entdeckten Forschungsbasis der Proteaner, vermuten wir, dass tiefer im Untergrund eine Sekundärbasis existiert. Wir brauchen eine Genehmigung der höheren Mächte, um weiterzugraben. Aber angesichts der kürzlich stark angestiegenen Begeisterung für unsere Arbeit hier, denke ich, dass das wohl kein Problem sein dürfte. Also ihr seid echt auf irgendwas gestoßen, was bei den höheren Mächten höchstwahrscheinlich auch sehr, sehr gut ankommen wird, wenn wir ihnen das dann mitteilen, dass ihr das gefunden habt. Problem an der ganzen Chose ist, dass ihr jetzt nicht mehr so viel davon habt. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Scheiße. Und es sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Lieutenant Commander ist inzwischen kompetent. In der Tat. Commander, ich habe was gefunden. Er hat zumindest einiges gelernt, Leo. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh. Nein. Oh Gott. Er sieht aus wie ein Husk. Oh nein, natürlich. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus?
Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun sie ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit ihnen gemacht. Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen? Ich weiß nicht, was Sie sind, seitdem die sie in den Fingern hatten. Sind das wirklich Sie? Würden Sie es überhaupt wissen, wenn die sie irgendwie kontrollieren? Das ist nicht fair, Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Ich bin dieselbe Person wie immer. Die Zeit wird daran nichts ändern. Aber ich verstehe, wenn Sie sie brauchen. Danke für Ihr Verständnis. Schon gut. Ja, es ging ja jetzt schon mal das erste Mal in Richtung Flirt. Hallo, hier Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie es. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben Sie es? Wenn nicht, werden Sie es schon bald durchschauen. Wir sollten in Position gehen, um Sie zu flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. Oh ja, sehr gute Idee. Aber wie wir uns um Sie kümmern, was es mit der Doktorin Eva auf sich hat und warum wir überhaupt hier sind, was für ein Artefakt gefunden wurde und warum uns Ash nicht traut und ob wir mit ihr flirten oder nicht, erfahrt ihr es in der nächsten Folge von Mars Effect 3. Ja, ich muss das jetzt nochmal so aussprechen, weil es passt einfach. Wir sind auf Mars, Mars Effect. Nein, natürlich Mass Effect 3. Ich bin euer Luke986. Bis dann.